Der britische Premier Keir Starmer hat angekündigt, dass seine Regierung und die Justiz mit aller Härte gegen die Randalierer vorgehen werden. Sir, have you got control of these riots? Er reagiert auf die von Fake News und Rechtsextremen angestachelten Proteste in England nach dem Messerangriff in Southport, bei dem 3 Mädchen getötet wurden. That should send a very powerful message to anybody involved, either directly or online, that you are likely to be dealt with within a week and that nobody, but nobody, should be involving themselves in this disorder. Unterdessen heizt US-Milliardär Elon Musk die Krawalle durch fremdenfeindliche Tweets auf seiner Plattform X weiter an. Der Unternehmer, der im US-Wahlkampf Donald Trump unterstützt, stellt sich deutlich gegen die Labour-Regierung in London und sprach auch von einem bevorstehenden Bürgerkrieg in England. Ausgelöst wurden die Krawalle in Großbritannien durch die Ermordung von 3 Mädchen im Alter zwischen 6 und 9 Jahren bei einem Sommertanzkurs. Die Anteilnahme nach dem Tod der Kinder ist auch international enorm.